Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallöchen. Hallöchen Easy. So, heute planen wir mal einen Umzug, ne? Ja, wir müssen uns ja weiterentwickeln und Richtung Herne. Richtung Herne. Und zwar mal kurz auf die Karte gucken. Wir versuchen mal hier in dem Bereich zu gelangen. Ja, wenn es gut läuft, direkt zu Herne durch. Und wenn es gut läuft, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schwert in die Hand. Hast du auch ein Schwert gemacht? Ich habe schon, ja, gestern schon. So, wir haben das Wichtigste mitgenommen, dass wir bauen können, ne? Was wir besitzen, kann man auch sagen. Also alles. Also alles. Nur die Bauwerke stehen noch. So, nee, Da vorne ist Hüpfi. falsche Richtung. Falsche Richtung? Okay. Sorry für die Nebengeräusch. Es Es ist regnet. Unwetter da draußen. So, vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Käfer. Mal das Anfängergebiet mal langsam verlassen. Ameise. Ameisen. Die ist ja aus dem Dings rausgekommen. Ist das ein Ameisenspawn? Nimmst du es mit? Hab ich? Da ist die rausgekommen. Man kann aber Ja. selbst nicht reingehen, ne? Man kann nicht reingehen. Ups. Ich hatte abgebaut, aber nicht mitgenommen. Eins ist für dich. So, da sind die großen Pilze und da sind die Bretter. Siehst du das? Ja. Aber guck mal, die Bretter, die gehen auch hier Übers Wasser. übers Wasser. Okay. Was sagt die Karte? Wir müssen uns, ja, genau da müssen wir lang. Bist du über die Bretter? Ja. Was wieder so eine Höhle. Da ist eine Ameise auch davor. Guck mal, dieser Weg hier, der ist doch schon so wie. Es geht nicht durch. Ich denke, wir sind richtig. Das ist ein richtiger Wanderweg. So, hier sind Steine abzubauen. Vielleicht kriegen wir beim Hermann Hermann, der heißt Herne. Herne. Ach, wie komme ich auf Hermann? Weiß ich auch nicht. Erfordert man die Weltspitzhacke, ja klar. Der Durchgang ist bewacht. Ja, da müssen wir aber jetzt. Komm schon. Oh je, oh je. Okay. Heilpflaster. Okay. Na, siehst du. Und du wolltest vorhin einen großen Bogen machen und diese Bienen. Mit Fallen und Bogen kannst du entfernte Gegner. Besonders effektiv gegen die Fliegende, wie die eben, ne? Ja. Wieso kriegen wir diese Info nicht vorher? Ey, da hast du überall diese Eule, ne? Ach, guck mal, die schöne Blume hier. Was brauche ich? Ich habe die Axt Da dafür. vorne der Käfer, der hat uns schon gesehen. Jo. Hallöchen. Püppchen.
Yes. Käferwurst. Ach, jetzt kann ich die auch. So, warte mal. Das kann ich ernten. Also mein Schwert ist schon wieder halb kaputt, ne? Warte, was krieg ich denn hier? Weiß ich nicht. Faser und Holz. Beides? Ja. Wir hätten uns vielleicht Ersatzschwert und so machen sollen, weißt du das? Ach. So, mal was essen. Honigstück und Insektenflügel habe ich. Und zwei Chitin. Das ist sehr gut. Rüstung für Schindler von Schindler. Aha. So, bin satt gefuttert. Da oben bist du. Ich guck mal auf die Karte. Ja. Aber ich denke, dieser Weg, der zeigt ja genau, dass wir hier lang müssen. Sind wir genau richtig, ne? Nimm eine Waffe in der Hand. Von mir aus die Keule. Was hätte ich gesagt? Ich Tag und Nacht? Die Dippen. Aha, okay. Ja, wir würden uns schon mal ein Plätzchen zu übernachten suchen, ne? Mhm. Ameise. Noch eins. Nimmst du? Hab ich. Ach nee. Einfach den Weg hier weiter. Ich glaube schon. Oh, wow. Alles mitnehmen. Oh, was ist denn hier passiert? Hier ist irgendwas. Moment, die Pflanze kenne ich nicht. Ne, geht nicht. Das ist Englisch. Ja. Haben sie vergessen zu übersetzen. So. Müssen wir hier durch? Warte mal. Das sieht nicht richtig aus. Wir entfernen uns. Na, oder eben jetzt hier da lang. Hier guck durch, mal, Herne ist da oben. Ja. Ach so, da geht durch? Aha. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber... Wo sind wir denn hier? Siehst du schon wieder so ein Ameisenloch? Ja. Und da ist ein Ameisen drin. Das sah mir eher aus wie eine Spinne. Hast du die Beinchen gesehen? Ah, hier geht der Weg weiter. Was ist das denn für Pflänzchen? Ameise. Naja. Ist schon tot. Da brauchen wir Feuerstein. Feuersteinweide. Bin da. guck mal den Baum hier. Ja,
Das ist so ein Wohnbaum. Ich will dieses Baum für mich beanspruchen und mein Lager dorthin verlegen. Ja, wo was nehmen? Natürlich. Aber da musst du erstmal da hochhüpfen, ne? Irgendwie. Ach so. Ganz nach oben. Weiß noch nicht, von wo aus man da hüpfen muss. Es gibt ja einen Weg. Hüpfweg. Ja. Ich glaube, ich habe was gesehen. Das darf ich mal ganz frech dir überlassen, ne? Wie, kommst du nicht mit? Das ist aber sehr hoch. Also ich muss jetzt da hoch hüpfen zum Fahrstuhl. Warte, wo? Ich komme auch mit, natürlich, aber ich war gerade beim Punkteverteilen. Wo muss ich hier runter? Nee, 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 nee. Da lang. Genau. Okay. Punkte verteilen, ja, das mache ich auch schon mal, bis du da bist. Du bist hier dann hier hoch, okay. Ah ja, ich sehe dich. Wie bist Ach, du bist da drüben. Genau da lang. Runterwärts wieder. Und hier lang. Oh, Jump in One ist so genau meins, ne? Hallöchen. Hallöchen. So, dann. Ich weiß nicht, ob das hier drunter hoch. Nee, das geht nicht. Jump and Run ist nicht deins. Wenn ich hier runterfalle, ne, ich traue mich immer gar nicht. Ein Stück. Ja, da muss ich schon ein bisschen Schmackes mitnehmen. Ja, mach mal du. Geh mal eine Seite. Ah, mit Anlauf. Okay, ich hab's auch geschafft. Musst du nur auf deine Ausdauer achten, ne? Ja. So. Ich denke, hier links geht's weiter. Wenn wir hier runterfallen, war's das, ne? Ja, Ja. du weißt ja, wo das Bett ist. Ja. Aber im Moment geht's gut. Sind wir immer noch nicht oben? Das ist ein ganz schöner Weg, ne? Wo geht's hier weiter? Da drüben? Wo geht's weiter? Da? So, Schmackes. Wie, es wird Nacht? Wieso quälst du dich denn? Ja. ist das Schnee? Nee, es ist Regen. Meinst du, da wird die Piste glitschig? Das weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht.
es da eben so weiß aus, weißt du? Ich dachte, es ist Schnee. Aber es dauert. Hopp. Mein Gott. Das ist aber... Das ist ein Weg, ne? Möchte ich aber auch echt nur einmal machen. Das ist aber... Oh, ich sehe den... den Fahrstuhl. Letzter Sprung, ab nach unten. Oh, wir haben es geschafft. Ja. So. Ich möchte dieses Baum in Besitz nehmen. Nimm ich. Es ist unser Baum. So. Natürlich null Ressource hier, ne? Wieso kann ich nicht? Weil... Sind wir quasi ein Team? Ja, ja. Richtig. Das ist gut. Dann gehört das jetzt uns. Das ist unser Baum. Aha. Und wir können auch umziehen. Das ist so viel, weiß ich schon. Wenn du einen anderen Baum bist, musst du auch nicht mehr hochklettern. Alles, was du hier baust, ist dann auf den anderen Baum transferiert. Das heißt, desto weiter du kommst auf die Map und du sprichst mit dem Typ da unten. Mit dem Zwerg, ja. Aha. Also wollen wir uns hier dann mal einrichten, bevor es Nacht wird? Ja, lass uns mal... Was? Erstmal klein? Ja, aber so, klein? Dass ich, also die Sachen, die draußen stehen, nehmen alle Schaden, ne? Alles, was nicht unbedacht ist. Ich würde schon mal... Aber bau erstmal was Kleines, dass wir schlafen können. Ich mach dir eine Truhe, damit ich meine Sachen da reinräumen kann. Irgendwo... Hier hinten können wir ja dann wieder... Dieser große Baum ist Privatbesitz. Ich kann hier nicht bauen. Aber wir sind doch ein Tribe. Ja, nee. Es geht ja nicht, dass man irgendwie... Ich kann nicht bauen. Moment mal, Moment. Da muss man gucken. Kannst du auf die Foundation was bauen? Nein. Aber weil es nicht geschützt ist, kann ich es nicht bauen. Steht da. Nee, ist Privatbesitz. Ich darf nicht. Da müssen wir uns noch mal erkundigen. Warte mal. Das ist ja blöd. Einladen? Ja. Nee. Das geht nicht. Shit. Ich möchte... Du musst ihn wahrscheinlich öffentlich machen. Wie kann ich andere vom kleinen Volk, also wir, auf meinem Baum bauen lassen? Dann musst du den öffentlich machen. Fahr mal runter. Muss ich mal runterfahren? Ja, dann müssen wir mit dem Zwerg da reden. Ach, da ist der Kollege. So.
So. Ihm? Ja, mach das mal. Gut, dann müsste ich auch bauen können. Also wieder hoch. So, wieder nach oben. Okay. Cool. Das immer. So. Also ich habe Non-Foundation, das muss doch... So, fangen wir nochmal an. Jo, jetzt kann ich bauen. Gut. Eine Truhe. Bettchen. Die Heustruktur kommt nach innen, ne? Hast du gesagt? Hab ich das gesagt? Hast du immer gesagt? Glaube ich. So. Feuer nach draußen, oder? Ich würde es machen, ja. Ja. Oh, wieso ist das so krumm? Werkbank? Wo willst du die gern hin? Du hast gesagt. Drin, ne? Einmal rotieren. Okay. Steinschneider freigeschaltet. Ups. So, und den Rest kommt Wände. Fertig aus. Ja, schön, dass du die Werkbank hingestellt hast. Habe ich gern gemacht. Insektenpelz. Es war ironisch gemeint. Ja, ich weiß. Exzellent zur Befiederung von Pfeilen oder zum Polstern von Rüstung. Mhm. Was hast du denn? Was hast du Insektenpelz. So. Reparieren. Nee, also zum Reparieren brauchst du doch Material. Wahrscheinlich, wenn es nur ein bisschen kaputt ist, ist es kostenlos. Weiß ich nicht. Aha. Ich stelle mal noch ein Ersatzschwert her. Gut. So. Die Wände sind drauf. Jetzt muss man so ein komisches Dach bauen. Oh je. Zum Farmen gibt es hier oben aber rein gar nichts, ne? Nee. Hast du denn noch? Also ich lege mal an die Truhe, was ich noch habe. Ich bin aber noch kein Bauprofi hier. Bitte? Ich bin noch kein Bauprofi. Das? Kannst du haben. Wie viel Chitin brauchte man für diese? Für die Axt? Ja. Drei. Ich habe nur zwei. Okay. Es ist unglaublich. Schwierig. Das ist. Aber sieht niedlich aus. Das
War das gerade Schnee? Nein. Ist noch alles grün draußen. Sieht niedlich aus. Oh, mit dem Schornstein drin. Laubt doch Schornstein. Geil. So, aber wir brauchen nur einen Schornstein, ne? Ja. Kleines Hexenhäuschen hier. Da ist noch ein Schornstein. Zerlegen. Danke. B. Also, es ist nicht die Welt. Siehst du, sind das Schneeflocken, was hier runterkommen? Also bei mir sehe ich keine. Oder Blüten. Weil erst wird es ja noch Herbst, bevor es Winter wird. Ja. Und bis dahin sollten wir auch bessere Rüstung haben. Wo ist aber hier? Das ist wahrscheinlich. So, ich habe eine Decke. Für den Anfang, ne? Ist doch hübsch. So, du musst dein Bettchen noch in Besitz nehmen. Die Tür quietscht. Welche ist das? Das erste, genau. Was hast du hier geschmissen? Hab ich was geschmissen? Faser. Und Holz, das hast du beim Abreißen. Ah. Nee, das ist der Werkbank. Ach, da liegt's. Okay. So. Naja. Sehr schön. Wir haben ein kleines Hexeshäuschen. Ja, das wird alles noch viel, viel größer. Wie ich dich kenne. Aber die Tür mag ich nicht. Die geht in die falsche Richtung auf. Hm. Ach, jetzt sehe ich. Das ist von deinem Bauen. Ist was? Das so eine Art Schnee? Oder wenn du irgendwas baust, ist das nur. Oder abreißt. Ach, wir brauchen ja keine Tür, ne? Nö. Lass mal so. Sehr schön. Dann geht's weiter zu Herne. Der ist gleich um die Ecke. Schlafen. Es ist schon spät am. Aha. Moment mal, wie spät haben wir jetzt? Auf die Karte gucken, ne? Kurz vor Abend, glaube ich. Ja, ist kurz vor Nacht. Guck mal. Können wir den jetzt schon? Bestimmt noch nicht. Wie geht dann morgen früh da runter? Lass mich erstmal in die einzige Truhe. Weißt du, was ich noch alles... So. Das gleiche Zeug. X. 4 Chitin brauchst du sogar für das Beil. Für welches Beil? Für das primitive Beil. Ja, ich hatte 4 Stück. Moment mal, ich habe jetzt. Heilpflaster, Fasern und Honigstück. Okay. Kann ich was kochen? Ja. Das ist das, der Rest kann in die Truhe. Oh, hör auf mit dem X zu. Was ist das hier? Bienenkopf. Was hast du damit gemacht? Als Zutat für exotische Rezepte. Aha. Ich glaube, du musst mal, wenn du was kochen willst, am besten alles aus der Truhe rausnehmen. Mhm.
Weil, guck mal, das brauchen wir für Pfeile, glaube ich. Das hier. Ja. Wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, machst du noch eine Truhe? Weil ich habe ganz viel Harz und ich weiß nicht, wo ich damit. Ja. Am besten würde ich hier so mal zwei Truhe hinstellen. Da, wo ich stehe. Ja, warte. Für Ressource. Und diese Truhe lassen wir dann fürs Kochen. Für Kochzeug. Dann muss ich das rausnehmen und das, okay? Ja. Und die lassen wir für alles, was Insekten, also was für. Also hier soll ich zwei Truhen hinstellen. Ja. Und direkt eine noch daneben. Platz sparend, ne? Gut. Wenn man die von der Seite bedienen kann, Ja, bestimmt. kann man. Weil ich habe so viel Harz hier. Und dann kommt Baumaterial in die erste, oder? Ja. So. Und Chitin. Da kommt Harz rein, sagst du. Kann man hier so einen Ausflug auf den Baum machen? Fall nicht runter. Wer weiß, vielleicht gibt es auch Sachen hier. Oder ist einfach nur so eine. Einfach nur ein knochiger Baum, ne? Aber guck mal, die Äste sind alle so flach, ne, dass man. Okay, jetzt wird es ein bisschen steil. Ich komme wieder runter. Nachher falle ich noch runter und dann höre ich. Ich höre das schon. Ich Du hab's hast dir doch Hunger. gesagt. Iss mal was. Ja. Zweiunddreißig. Auch 30. So. So, Freunde. Wir machen hier einen Cut. Und Monkey, weil man den Hermann, der Ach Hermann, Mann, ja, Hermann. dann heißt der Alter halt jetzt Hermann. Herne besuchen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.